Hi Leute, hier ist wieder euer Kavu und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, wie die Überschrift wahrscheinlich schon verraten hat, wir gucken mal, was man in Warhammer darf und was man nicht darf. Und wie kann man das besser zeigen, als wenn man es einfach macht? Ja, wir werden heute unsere Figur vom letzten Mal, unseren Sergeant, unseren Intercessor, Primaris Sergeant, was auch immer, den werden wir jetzt nochmal upgraden. Viel Spaß! Soweit waren wir beim letzten Mal. Und ich möchte diesmal das Messerchen austauschen gegen eine Waffe der Sergeant-Waffen. Also der möglichen Waffen. Wir gucken mal. Und das ist für uns wichtig. Der Intercessor-Sergeant kann statt mit einem Boltgewehr, einem Sturm-Boltgewehr oder einem Stalker-Boltgewehr mit einer der folgenden Optionen ausgerüstet sein. Ein Kettenschwert, eine Flammenpistole. Ist der Intercessor Sergeant nicht mit einem Kettenschwert ausgerüstet, kann er zusätzlich mit einer Waffe von der Liste der Intercessor Sergeant Waffen ausgerüstet sein. Ich bin hier ein bisschen verrutscht. Und da gucken wir doch mal. Dazu wagen wir uns in die Rüstkammer der Space Marines vor und gucken einmal. Intercessor Sergeant Waffen, Energiefaust, Energiehammer, Energieschwert und Kettenschwert. Hier zum Beispiel habe ich einen Sergeant, der ist mit einem Energieschwert ausgerüstet. Und unser Sergeant, der soll einen, was nehmen wir denn, einen Energiehammer bekommen. Wie machen wir das? Denn ich habe keinen Energiehammer von Warhammer 40.000. Ich bin jetzt niemand, der sagen würde, hey, besorgt euch doch einfach mal ein bisschen Modellierpaste und wir kneten uns dann einen Hammer. Nein, wir bleiben natürlich bei Warhammer. Wir verwenden einen Energiehammer von den Paladinen von Age of Sigmar. Und dann habe ich noch hier so einen kleinen Bit, ja, der hält ein Magazin, das ist genau perfekt, denn er hält die Faust so, dass man einen Hammer rankleben kann. Aber wie machen wir das? Ich zeige euch das jetzt mal, wie ich das machen würde. Naja, wie ich es mache. Zunächst ist natürlich wichtig, welche Hand wollen wir nehmen? Wir nehmen die rechte Hand. Wir haben auch hier die rechte Hand mit dem Magazin. Also, naja, müssen wir hier mal gucken, was wir da verwenden. Also eine Hand haben wir schon. Dann brauchen wir eigentlich nur noch so einen Stab, sage ich jetzt mal. Hier haben wir allerdings ein kleines Problem, denn hier oben, vielleicht kann man das gut erkennen, wo die Faust ist, na, kann man es sehen, hier oben ist eine Hand dran und ein Pinöppelchen, den man am Hammer befestigt. Deshalb gucke ich mir jetzt mal gerade den Hammer an, der Hammer. Hier ist der Hammerkopf, hier haben wir verschiedene zur Auswahl. Suchen wir uns einfach mal den schicksten raus. Gut, dann müssen wir uns eine andere Klebemethode einfallen lassen. Ich habe jetzt ein passendes Teil. Und da ich nicht fuschen möchte, nehme ich natürlich nicht den kompletten rechten Arm, weil der sieht dann ja komplett anders aus als der Space Marine an sich. Das wäre ein bisschen zu einfach. Deshalb schneiden wir uns einfach ganz vorsichtig nur den Stab ab. So. Nur den. Und dann suchen wir uns einen schönen Hammer raus. Ich nehme mal... Das muss ja auch irgendwie zum Universum passen. Ich nehme mal den Hammer, der am wenigsten Schnörkeleien hat. Ich habe mir diesen gewählt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Hier seht ihr, ist so ein kleines Löchlein. Und da ist das Gegenstück. Mit einer Hand daran. Das bedeutet, wir können entweder die Hand rundherum wegschmiergeln und dann künstlich versuchen, dieses Muster nachzubilden. Natürlich. Oder wir knipsen die Hand einfach ab und lassen uns was einfallen. Jetzt muss ich natürlich auch von der Hand das Magazin abknipsen und da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich keinen Finger mit wegknipse. So. Und kleiner Trick, ich gehe da jetzt rein und versuche das Magazin aus der Hand rauszuschneiden. Das ist ein bisschen schwieriger. So. Das mache ich jetzt noch auf der anderen Seite. Ich kann euch das natürlich jetzt nicht so perfekt zeigen, sonst sehe ich selber nichts mehr und das wäre nicht gut. Aber ich denke mal, ihr seid kreativ genug, um euch selbst da ein paar Gedanken zu machen. Bin ich mir ganz sicher. Puh, das war eine Fummelarbeit, aber so sieht es jetzt aus. Das Ganze kann man jetzt natürlich noch ein bisschen fein arbeiten. Danach klebe ich den da irgendwie ran oder rein und schnitzt das noch zurecht. Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das mit dem Hammer hier so verbinden, dass es gut hält. Aber auch dafür habe ich natürlich schon eine Idee. Ich kann euch die ganz kurz zeigen.
Ich knipse von dem runden Teil einfach oben eine Ecke weg. Au, das war ein Stück von meinem Finger. Na? Perfekt. Ganz kleines Stück abmachen. Und jetzt haben wir hier oben, ich sag mal, wir hatten ja vorher hier reingeguckt, wir hatten ja vorher ein rundes Teil und nun haben wir hier es abgehobelt. Und da haben wir dann natürlich mehr Fläche, als wenn es rund ist. Ist ja ganz klar, wenn es rund ist, hat man nur einen Streifen und wenn es abgehobelt ist, hat man eine Fläche. Und die klebe ich einfach an den Hammer dran. Natürlich braucht man da vernünftigen Kleber und keinen Superkleber. Da kann man dann einfach ja, von Citadel den verwenden oder von Revell oder sonst was. Es ist egal, welchen man da nimmt. Hauptsache, es ist ein Kleber, der Plastik mit Plastik, sage ich jetzt mal, verbindet. So, dass es sozusagen das Plastik irgendwie zusammenschmilzt. So, nachdem hier ein Tropfen jetzt schon ja, fast eine Minute getrocknet hat und sich so ein bisschen mit dem Plastik vermischt hat, drücke ich jetzt, ja, man kann es nicht ganz so gut sehen, aber ich drücke halt unseren Stab da drauf und bewege den hin und her, sodass das Plastik richtig schön schmelzen kann. Und dann hoffe ich, dass der am Ende einigermaßen gerade ist. Natürlich muss man auch von der Seite gucken, von allen Seiten. Er muss von allen Seiten gerade aussehen. Und nicht, dass ihr nur von vorne guckt, oh super, und dann dreht ihr den und er ist schräg. So. Das ist eine Bastelei. Und am Ende haben wir einfach nur einen Sergeant mit einem Energiehammer. Aber darauf kann man dann auch stolz sein, finde ich. Hat ja nicht jeder, ne? So. Das sieht doch schon gut aus. Thors Hammer. Zumindest von Marvel. Ja, den lassen wir jetzt erstmal stehen und trocknen. Dann würde ich sagen, grundieren wir schon mal den Arm. Ihr wisst ja, wie es geht. Fertig. Dann grundieren wir den Hammer. Und danach müssen wir es irgendwie zusammenfriemeln. Und hier noch ranbasteln. Ja, jetzt kommt natürlich die Frage, darf man das? Und da gehe ich jetzt mal drauf ein. Okay, dann reden wir mal darüber, was man darf und was man nicht darf. Also, wenn ich zum Beispiel eine fremde Figur kaufe von einer anderen Marke. Okay, wieder blödes Beispiel, ist Games Workshop. Nein, also von, was weiß ich, einer anderen Marke, sagen wir mal. Und da habe ich jetzt eine fertige Figur zusammengebastelt und ich denke mir, ich will die aber jetzt bei, ich will die zu meiner Warhammer 40.000 Armee packen und das mache ich dann einfach und sage, ich spiele diese fremde Figur als Intercessor zum Beispiel. Und wie gesagt, es ist natürlich kein Intercessor. Dann darf ich das. Es ist total bescheuert, aber ich darf es. Ob mein Gegner dann sagt, ja klar, das ist in Ordnung, das ist die andere Frage. Oder ob es bei einem, ich sag mal, bei einem Turnier zählt. Man muss nämlich immer alles vorher, ich sag mal, angeben. Ich könnte jetzt genauso gut sagen, ich spiele dieses Teil, weil das passt ja von der Bodenplatte. Das spiele ich jetzt als Intercessor. Ich nehme meine gesamten leeren Farben und dann nehme ich mir einfach 10 Stück und dann habe ich ein Intercessor-Team. Und ja, damit mein Gegner sich natürlich merken kann, für was für Waffen die haben, sage ich mal, das ist der Sergeant und die anderen sind alle, ja, nicht der Sergeant. Drei davon haben zum Beispiel ein Stalker-Boltgewehr und 5 weitere haben ein normales Boltgewehr. Der eine, der hat dann noch ein, also nein, das wäre total Wahnsinn und ich hätte auch keine Lust, gegen solche Leute zu spielen, die halt, ja, nicht wirklich, das hört sich hart an, aber nicht wirklich Geld ausgeben und keine Leidenschaft reinstecken. Wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich will mal wissen, sind denn die Aggressors, sind die gut, funktionieren die? Dann kann ich natürlich erstmal einen Farbpot nehmen und sagen, hey, pass auf, ich spiele die mal als Aggressors, ne? Und das, finde ich, kann man auch natürlich locker in einem Games Workshop Laden machen, gegen seine Freunde oder ja auch mal unbekannte Personen spielen, um das zu testen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn man jetzt übertreibt und einfach nur noch fremde Figuren reinnimmt und mit Farbpötten spielt oder was weiß ich, ein Brillenetui als Bike verwenden möchte und so weiter und so fort, finde ich, es ist schon eine kleine Frechheit. Ja, aber viele von euch fragen sich jetzt, ja, was ist denn mit diesem Energiehammer, der da jetzt wahrscheinlich gleich rangebastelt wird? Darf man das? Zählt der? Ja, man darf das. Es sind seine eigenen Figuren und ich finde, weil das ja auch von Warhammer ist, also von Games Workshop, ist das schon fair.
Es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt irgendwelche anderen Bits von anderen Firmen kaufe und die ranbaue. Und selbst das dürfte ich. Denn es sind eure Figuren, ihr könnt sie anmalen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch sogar in eure Armee reinnehmen, was ihr wollt. Ihr könnt einfach Orks nehmen, ihr könnt Elder nehmen, alles komplett durcheinander mischen. Und sagen, ich spiele das jetzt ohne Nachteile. Wenn euer Gegner sagt, klar, ich bin dabei, könnt ihr das machen. Also, ja, aber ich sag mal, wir wollen ja schon ein bisschen regelkonform sein. Deshalb ist es natürlich klar, wenn wir diesen Energiehammer auswählen, und ich finde, er sieht auch aus wie ein Energiehammer, er ist auch von Games Workshop, und ein Sergeant darf einen Energiehammer tragen. Dieser ist deutlich zu erkennen. Es ist also für den Gegner nicht so schwierig, jetzt zu sagen, wer hatte jetzt nochmal den Energiehammer, welcher Farbpot hatte den. Es ist also für den Gegner auch, denke ich mal, ganz in Ordnung. Von daher, ja, würde ich sagen, darf man das. Und falls ihr denkt, aber das denkt doch nur der. Nein, ich habe natürlich in mehreren Communities nachgefragt und in Foren. Und die meisten Leute haben gesagt, es sind deine Figuren, du hast das Geld ausgegeben, du kannst damit machen, was du willst. Ja, wobei man da, ist meine Meinung, immer noch sagen sollte, bitte kein Farbpot, sondern wenn ihr Veränderungen an den Figuren vornimmt, dann welche, die man auch gut erkennen kann, damit es auch Spaß macht, gegen euch zu spielen. Also ja, man darf Warhammer-Figuren beliebig ändern. Ich könnte zum Beispiel alle meine Köpfe hier ersetzen durch Age of Sigmar-Köpfe, durch die, wo auch immer jetzt die Paladin-Köpfe sind. Oder ich habe hier zum Beispiel noch Bits von den Thousand Suns. Chaos. Aber wenn ihr das macht, melden wir das der Inquisition. Darauf könnt ihr euch verlassen. Mir ist da gerade noch eine schöne Idee gekommen, und zwar habe ich hier von den Hellblastern auch noch so ein paar Bits übrig und ich knipse mir da mal einen Teil ab, und zwar hier von der schweren Plasmawaffe so eine Batterie, so ein Energieteil oder was auch immer das sein soll. Ich knipse mir da auf jeden Fall so ein Ding ab, oder ich knipse erstmal das ganze Teil raus, dann habe ich es leichter. So. Und jetzt knipse ich mir hier diese Batterie ab. Damit habe ich was Tolles vor. Mal gucken, ob ihr gleich herausfindet, wofür ich die verwende. Ja, wie kriege ich das da jetzt sauber ab? Das ist immer der Spaß. Ich knipse erstmal eine Batterie ab. Das ist auch immer, weil wenn ich das jetzt abknipse hier in der Mitte, dann würde ich das zerdrücken. Deshalb mache ich den ab. Und den schneide ich einfach mit dem Messer ab. Und Leute, passt immer mit dem Messer auf, ja, gerade wenn ihr jünger seid. Ich will euch jetzt nicht irgendwie angreifen, dass ihr keine Ahnung habt oder so. Das machen Erwachsene ja immer gerne. Nee. Ich will nur sagen, erstmal, wenn ihr alleine zu Hause seid, sollte, egal, auch wenn ihr 40 seid, ihr solltet das nicht machen. Wenn ihr euch nämlich richtig, richtig tief schneidet, ja, dann könnt ihr auf der Stelle verbluten. Sofort. Ihr seid sofort kaputt. Also immer aufpassen, auch wenn ihr alt seid, ja. Ich will ja hier keine kleinen Kinder angreifen, dass die nichts können. So, jetzt haben wir das hier. Nein, es ist wirklich gefährlich mit so einem scharfen Messer. Auch ich könnte mich jetzt hier schneiden und dann bin ich einfach mal tot. Ja, ich habe jetzt dieses kleine Energieteil und dann mal gucken, ob ihr das später bei der Figur finden werdet. Das wird sehr schwer sein auf jeden Fall. Ja, wie malen wir jetzt diesen Hammer an? Ich möchte ihn natürlich irgendwie in einer Art Silber haben. Male ich ihn jetzt schwarz an und bürste dann ein Silber drüber, dann habe ich sozusagen die schwarzen Vertiefungen und so weiter und so fort und kann bestimmen, wie stark soll der Glanz sein. Oder male ich es Silber an und werde danach mit einem Nuin Oil oder so nochmal rübergehen. Dann habe ich sozusagen ein komplettes Silber und einen leichten schwarzen Film drauf, plus die Rillen sind schwarz. Ich entscheide mich für die erste Variante. Ja, ich werde den Hammer schwarz anmalen. Und dann mit Silber rüberbrushen und dann vielleicht mit einem Agrax Earthshade das Gefühl hinterlassen, dass dieser Hammer vielleicht leicht angelaufen von der Witterung ist. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe mir überlegt, weil das ja ein Hammer ist und der haut ja auf Eisen und auf Stein und auf Tyrannidenknochen. Chitinpanzer. Ich mache da noch ein paar Macken rein, also schnitze ich einfach mit dem Messer ein paar Macken rein. Ja, gut, ihr müsst jetzt nicht komplett zugucken, wie ich hier am Schnitzen bin. Aber was ich euch auch noch empfehlen kann, kleiner Tipp von mir, wenn ihr Schusslöcher zum Beispiel zeigen wollt, bei euren Einheiten,
Dann könnt ihr mit einem Lötkolben, aber bitte nur, wenn ihr alt genug seid und dann immer eure Eltern fragen, das ist ganz wichtig, nicht, dass das Ding irgendwie den Teppich ankokelt. Das passiert ganz schnell oder man sich verbrennt. Das passiert noch schneller. Das ist mir sehr oft passiert. Dann willst du kurz mal zum Lötkolben greifen und greifst dann ins Heiße. Mhm. Ja, auf jeden Fall, wo war ich jetzt stehen geblieben? Kann man dann, ja genau, Löcher in seine Figuren brennen. Schusslöcher. Ich würde euch das zeigen, aber ich habe hier 100 Figuren gerade mal kurz rumliegen und ein paar davon haben nur Schusslöcher. Ich denke mal, ihr könnt es euch vorstellen. Ich muss es euch zeigen, ja? Ich zeige es euch. Moment. Ach, 5 Stunden später. Ich habe die Figur gefunden. Ich zeige euch dann einfach mal, wie ich ein paar Schusslöcher und ja, ein bisschen Demolierung, wie ich das erstellt habe. Die Figur ist allerdings schon älter, da hatte ich noch nicht die Zeichenskills. Die muss ich auch nochmal nachmalen. So. Da sind ein paar Schusslöcher, ein paar Kratzer. Übrigens wollte ich euch nochmal Figuren mit Gesichtern zeigen. Da habe ich mal kurz auch natürlich wieder Ultramarines für euch. Ja, da habe ich einmal diesen Genossen. Finde ich ganz schick. Wenn ihr speziell ein Video wollt über das Anmalen von Gesichtern, kann ich dazu eins drehen. Und ich habe natürlich, ist doch ganz klar, auch noch diesen Kameraden hier. So, falls ihr das cool findet, weil ich weiß nicht, ich finde die Hautfarbe hier von dem Schwarzen, finde ich sehr, sehr gut. Auch das GR, das heißt Gilliman Robout, ne? ist mir sehr gut gelungen bei der Figur. Ich habe das mit dieser Farbe gemacht. Ich bin da einfach ein paar Mal hintereinander rübergegangen. Ja, und ich finde, das ist ein total guter Hautton. Genau, den wollte ich haben. Ja, noch etwas, was Kinder nicht machen sollten. Und alles, was ihr macht, auf eigene Gefahr. Da wir Glück haben und das hier natürlich klar Thermoplastis Plastik ist, ne, können wir mit ein wenig Hitze, aber vorsichtig sein, das Plastik bewegen. Ihr könnt euch vorstellen, was ich jetzt mache. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, aber ich habe das Teil von der Hellblaster Plasmawaffe jetzt gebogen und knipse das parallel gerade zu dem einen Stück ab, dass ich so ein gleich hohes U habe. Man kann das echt schwer erkennen. Ganz kleine Teile. Und das klebe ich jetzt an den Hammer dran, dass es noch ein bisschen mehr nach Energie aussieht. Und ich habe noch ein Teil. Vielleicht kann ich das auch noch verwenden. Das ist ein ganz kleiner Griff. Vielleicht kann ich den auch noch voranbauen. Ja, so viel zum Modden, weil so sieht es eigentlich aus wie ein stinknormaler Fantasy-Eisenhammer. Wir müssen da noch ein bisschen was machen. Ja, extra für euch nochmal kurz nicht grundiert gezeigt. Denn ich finde, so kann man es einfach besser erkennen. Das Ganze wird jetzt nochmal schwarz grundiert, dann mit Silber trocken gebürstet und danach kann ich gucken, ob ich die Kabel vielleicht rot anmale oder sowas, wo ich noch ein bisschen Gold verwende oder Silber oder Gelb oder Pink. Mal überraschen lassen, wie der Hammer am Ende aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ja, soweit bin ich erstmal. Ich habe dann noch ein paar Teilchen rangemacht. Unsere gemalte Schulterplatte ist dran. Ja, so sieht der Hammer aus. Ja, ich hoffe, ihr seid mit diesem Zwischenergebnis, dem letzten Zwischenergebnis, zufrieden. Das nächste Mal, wenn ich euch die Figur zeige, dann ist der Hammer angemalt, alles zusammengeklebt und wir sind hoffentlich alle zufrieden. Ja, wie nenne ich denn den Hammer? Ich meine, eine eigengebaute Waffe, selbst geschmiedet, mit Feuer und Plastikkleber, muss ja einen Namen bekommen. Den überlege ich mir noch. Falls ihr das erste Mal Video noch nicht gesehen habt, dann rate ich euch, das mal anzugucken. Ich werde das am Ende des Videos als Videoempfehlung noch anhängen. Dann könnt ihr da einfach draufklicken und fertig. Solange ihr die Anmerkungen auf YouTube aktiviert habt, wird euch das auch angezeigt. So. Ich nehme Necron Compound. Das ist extra zum Trockenbürsten. Und dann tupfe ich das einmal ab, dass nicht zu viel Farbe auf dem Pinsel ist. Und dann gehe ich ganz vorsichtig, um erstmal zu testen, wie intensiv das ist, über den Hammer rüber. Das kann man jetzt eher schlecht sehen, denke ich. Schwierig, das scharf zu stellen. Ich zeige euch auf jeden Fall gleich das Resultat.
wenn man da ganz vorsichtig trocken bürstet, dann hat man auf jeden Fall einen schönen silbrigen Effekt. Ja, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das lassen wir jetzt einmal trocknen. Pinsel schnell ins Wasser. Necron Compound ist geschlossen. Okay. Und wieder warten. Und dann geht es an die Feinheiten. Aber die werde ich nicht zeigen. Das ist langweilig. Das habt ihr im ersten Video schon gesehen. Ich zeige euch jetzt das fertige Ergebnis. Und da haben wir unseren neuen Sergeant mit Energiehammer. So sieht der Ganze aus. Ich musste die Waffe nochmal umkleben, damit die nicht nach oben zeigt. Tja, ich hoffe, das kleine Modding-Video hat euch gefallen und ja, darf man das, ist damit beantwortet. Wenn ihr noch weitere Wünsche habt, was ich vielleicht mal in Angriff nehmen sollte, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Bis dahin, habt euch wohl, euer Kavo. Tschüss.